Erst wenn die erste Frau einen Konzern an die Wand gefahren hat, erst dann haben wir wirklich Gleichberechtigung. Rosalinde! Wir sollten wirklich mal so richtig drüber fahren. Wo? Gesellschaftlich, meine ich. Aber Brust hoch! Das Patriarchat ist im Lockdown. Waren Sie schon mal bei der Eröffnung eines Lustbarkeitstempels? Angeboten werden Aromaöl-Vulva-Massagen, Venus-Lippen-Labungen, Gebärmutterpreisungen, Wallungssalbungen und Schönheitssegnungen, um nur einige zu nennen. Wissen Sie, wie man 2122 Geschichte schreibt? Genau. Und da hat eben diese Pandemie die wesentliche Wende gebracht. Wieso? Durch eine Nebenwirkung der Corona-Impfung entdeckten die Männer ihre weiblichen Anteile. Kennen Sie die verborgenen Geheimnisse der Weiblichkeit? Meine Damen, ich präsentiere Ihnen hier den ersten Vulva-Muffin weltweit. Mit Schamlippen und allem drum und dran. Und die Rosine da? Ja, das ist die Turborosine. Kommen Sie mit auf die Reise der Turborosinen. Drei Freundinnen prallen aufeinander nach gefühlten 123 Lockdowns. Endlich wieder echte Menschen. Maria, doppelter Babyelefant bitte, gell? Oh Göttin, hab Liebe! Im Sinn. Sie hinterfragen die Grenzen der Welt. Die Vulva, alle Schirm, die Scham ist dahin. Es regiert jetzt die Venus und nimmer da. Schatz, jetzt nicht, ich bin in Vulva-Version! Sie leben ihre kühnsten Träume. Ich schmeck, ich seh, ich staune mir. Das Leben sieht aus alle Ritzen drauf. Und dann kommt Mama und sagt, sag mal, bist du deppert? Sie katapultieren sich in verrückte Zukunftsvisionen. Wir kommen aus dem Jahr 2122 und ich kann Sie trösten, es wird alles besser. Wir hoffen, Sie haben die Reise genossen. Wir sind so gut, so gut wie wir sind. Alles andere ist wurscht, das geht nicht was an. Seien Sie mit dabei. Ein Musikkabarett, frech. Humorvoll, berührend und einfach wundervoll, wie Frauen eben sind. Wir Königinnen nutzen unsere Venuspotenz. Wer dafür ist, Brust hoch!